Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. In diesem kurzen Video zeigen wir euch, beziehungsweise, wie die liegen, diese Rafidi hier, diese Majusi hier, der halt behauptet, dass Kulaini, der Sahib Kitab Al-Kafi, ja, Usul wa Furu' wa Rawdat Al-Kafi, dass er nicht gesagt hat, dass der Koran verfälscht ist. Ja. Erstmal, abgesehen davon, ja, er ist nicht der Einzige, ja, der gesagt hat, dass der Koran gefälscht ist, sondern wer von den Gelehrten von Schia hat nicht gesagt, dass der Koran gefälscht ist, liebe Geschwister? Das ist die Frage. Ja, ich glaube, man kann das mit Fingern, mit den Fingern zählen. Drei oder vier Leute sind das. Taqiyatan, die haben Taqiyatan, Kadiban haben die gesagt, wir sagen nicht, dass der Koran gefälscht ist. Ansonsten, liebe Geschwister, die meisten Gelehrten von Schia sagen, dass der Koran gefälscht ist. Uns reicht, wenn wir den Tafsir, liebe Geschwister, von denen lesen. Ja, Tafsir al-Ayyashi, Tafsir al-Qimmi, aber Qummi, Tafsir al-Burhan, Tafsir Nur al-Thaqalayn und so weiter und so fort. Das reicht, wenn wir nur die hören, liebe Geschwister. Und das sind die großen Gelehrten und die großen Mufassirun von Shia. Ja, yani yakfika su'an, wenn nur die Mufassirun von euch sagen, dass der Koran gefälscht ist, liebe Geschwister. Abgesehen von den Muhaddithin wie Abu al-Ufayr al-Kulayni. Ja. Wir hören erstmal lieber zu, was er sagt, und dann halt versuchen wir Stück für Stück halt seine Schubuhat zu widerlegen, bi'idhnillahi ta'ala. Dann meint er, dass Al-Qulayni in Al-Kafi, Al-Qulayni in Al-Kafi. Ihr habt ja gehört, der Fragende kann nicht mal den Namen von dem Abu al-Ufair. Er sagt Qulayni. Ja, er musste ihn schnell korrigieren. Eine kurze Nebeninformation. Band 2, Seite 634, behauptet, dass der Koran aus 17.000 Versen besteht. Das heißt, es fehlen noch ungefähr 11.000. Ne? Und Al-Kulayni berichtet angeblich in Band 1, Seite 228, von Jabir, der von Abu Jafar berichtet, also ich habe es so abgeschrieben, ist ein Lügner, keiner hat ihn komplett als Imam Ali a.s. und die Imame nach ihm und die Vertreter der Imame. Also keiner hat den Koran komplett außer Imam Ali und die Imame nach ihm. Gut. Er hat ein Hadith überliefert. Also Al-Kulayni hat ein Hadith überliefert in Al-Kafi. Also ich glaube nicht, dass Kulaini nur ein einziges Hadith überliefert hat, liebe Geschwister, in Al-Kafi. Was meint er? Hat Kulaini nur ein einziges Hadith überliefert in Al-Kafi, wo er sagt, dass der Koran gefälscht ist? Ja, wir machen eine große Tahaddi, liebe Geschwister. Eine Herausforderung. Dieser Rafidi und alle seine Kinder, die um ihn herum sind, ja, soll uns ein einziges Hadith holen von Al-Kafi, liebe Geschwister, von diesen acht Blöcken, acht Bänder, wo eine der Imma sagt, dass der Koran nicht verfälscht ist, liebe Geschwister. Das hatten wir gerne. Wir hatten gerne ein einziges Riwayat, liebe Geschwister. Guck, Al-Kafi ist der richtigste Buch von Schia, liebe Geschwister. Das ist der richtigste Hadithbuch, ja. Wir hatten gerne ein einziges Riwaya von den Masumin nach eurem Madhab Shia, dass die Masumin sagen, dass der Koran nicht gefälscht ist. Ja, alle Riwayat, liebe Geschwister, in dem Al-Kafi, ja, basieren darauf, dass der Koran gefälscht ist, liebe Geschwister. Und er sagt ein Hadith. Ich werde Ihnen gleich auch zeigen, wie viele Hadithe Al-Kafi überliefert hat über Tahrif Al-Quran. Nicht die Glaube von Al-Kulayni selbst. Also wir hören weiter zu, was er sagt, liebe Geschwister, weil er sagt ein Hadith. Wir hören erstmal weiter zu und dann machen wir Stopp. Ja? Die Glaube von Al-Kulayni selbst. Das, was da geschrieben wird, Kulayni in Al-Kafi hat geschrieben, genau wie Bukhari in sein Sahih. Ah, jetzt kommt gleich die Gegenschubha. Jetzt Kulayni und Bukhari, liebe Geschwister. Das ist üblich bei dir. Ja? Genauso wie Bukhari, so Kulayni. Gut, Kulayni hat irgendwo drunter geschrieben, dass dieses Hadith nicht richtig ist, lieber Geschwister. Er hat die ganzen Ahadithe überliefert, lieber Geschwister, wo die sagen, die Ma'sumin sagen, dass der Koran gefälscht ist und nicht der richtige Koran ist. Der richtige Koran ist bei Abu Sardab. Hat er drunter geschrieben, dass das nicht stimmt, lieber Geschwister? Zumal
Die sagen, die Schia sagen, und in der Muqaddima von Al-Kafi steht drin, dass dieses Buch schon Abu Sardab gesehen hat. Abu Sardab hat dieses Buch gesehen und drauf gestempelt, dass dieses Buch für die Schia reicht. Hassanahu wa qala kafin li Schiatina. Das reicht für unsere Schia, sagt Al-Mahdi. Und wenn Mahdi diesen Hadith für diesem Buch für Sahih erklärt, für Hassan erklärt, dann braucht doch nicht nochmal Kuleni drauf rumzuharren und sagt, dieses Hadith ist richtig oder dieses Hadith ist nicht richtig. Er muss ja dann gar nichts, was er überliefert, muss er gar nicht selber kommentieren. Aber das deutet darauf hin, lieber Geschwister, wenn er das nicht kommentiert, ja, wenn er das nicht kommentiert, dann heißt es, er ist Muqir, er ist damit einverstanden. Ansonsten hat er unten geschrieben sollen, hat er es schreiben sollen unten, dieses Hadith stimmt nicht. Dieses Hadith ist da'if, dieses Hadith ist so weiter. Aber diese ganzen da'if und sahih und so, diese ganze Wissenschaft gibt es bei denen nicht, liebe Geschwister. Oder wann habt ihr gehört, dass irgendein schiitischer Gelehrter gesagt hat, zum Beispiel irgendein Hadith an Fulan, an Abi Abdullah alayhi salam, qal, und dann sagt er, der Hadith ist sahih oder der Hadith ist da'if. Wo habt ihr das gehört, liebe Geschwister? Gibt's doch nicht bei denen. Das gibt's nur bei uns, wenn wir sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt so und so. Und das hat, abgesehen von Bukhari und Muslim, dass es sahih sind, die anderen, das hat zum Beispiel Imam An-Nasa'i überliefert und Sheikh Al-Albani hat den Hadith für sahih erklärt und so weiter und so fort. Der Hadith ist sahih, der Hadith ist Hassan. Das gibt es nicht bei denen, liebe Geschwister. Das heißt, da Kuleini diese ganzen Sachen geschrieben hat und nicht kommentiert hat, liebe Geschwister, deutet darauf hin, dass er mit das, was er geschrieben hat, einverstanden ist. Ansonsten hat er doch schreiben sollen, ist doch nicht so schwer. Mindestens unter einer von dieser Riwayat hat er schreiben sollen, ich bin nicht damit einverstanden oder dieses Hadith ist nicht richtig. Und so weiter und so fort, liebe Geschwister. Wir hören weiter zu. Aber Kuleini hat nie gesagt, dass das, was er abgeschrieben hat, sahih ist. Er sagt, Kuleini hat nie gesagt, dass das, was er geschrieben hat, sahih ist. Weiter. Er war nur ein Schreiber von dem, was er hört, was er gehört hat, was ihm überliefert wurde. So. Das ist nicht die Meinung von Kuleini, weil Kuleini hat extra ein Buch geschrieben, hat verneint, dass ja, der Koran mehr als das, was wir in den Händen haben. Ah, guck, lieber Geschwister, jetzt. Jetzt kommen zwei Widersprüche erstmal. Der erste ist, er sagt, Kuleini hat ein anderes Buch geschrieben. So viel ich weiß, liebe Geschwister, und ich kann mich auch irren, Kuleini hat ungefähr 5 oder 6 Bücher geschrieben. Kuleini, einer der berühmtesten ist Al-Kafi. Gut, er sagt, er hat ein anderes Buch geschrieben. In diesem Buch steht drin, dass wir nur diesen Koran haben, was wir gerade haben, liebe Geschwister. Das, was wir gerade lesen in unseren Händen. Yani Kuleini ist der Meinung, dass das, was wir gerade lesen, liebe Geschwister, das ist der echte Koran. Gut, jetzt hören wir weiter zu. Jetzt kommt der Fadiha. Und nicht weniger. Das heißt, es ist nicht mehr und nicht weniger. Yani das, was wir haben, ist der richtige Koran. Okay. Das ist auf jeden Fall erstmal abzuschminken. Gut, also, dann haben wir das abgeschminkt. Zweitens, dieser Hadith von Al-Kuleini, was überliefert wird, hat einen Zusammenhang mit dem, was nämlich sagt, dass der Koran herabgesandt ist und desgleichen wie der Koran. So, erstmal, lieber Geschwister, der Widerspruch ist wo? Ihr müsst genau achten, was er sagt. Er sagt erstmal, Kuleini hat gesagt, dass dieser Koran, das, was wir haben gerade, das ist der echte Koran, nicht mehr und nicht weniger. Jetzt kommt er mit dem Riwayah von 17.000 Versen. Ja? Er sagt, das hat einen Zusammenhang. Mit was hat ein Zusammenhang, lieber Geschwister? Mit Koran, das ist ein Widerspruch. Kuleini hat doch gerade gesagt, dass der Koran echt ist, das, was wir gerade haben. Ja, warum fügst du diese 17.000 Pferde hinzu? Zumal, wo er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich habe den Koran und das Gleiche. Was ist das Gleiche? Wir hören nochmal gerne zu, damit ihr wisst, wie ahnungslos dieser Ruwayfid ist. Nochmal. Was nämlich sagt, dass der Koran herabgesandt ist und desgleichen wie der Koran. Ja. Dasselbe wie der Koran. Ja. Und das steht in dem Koran selbst. Ah, wo steht das im Koran drin? Wo steht das? Ich hätte gerne das gesehen im Koran. Der Prophet sagt, Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ja? Sagt der Prophet. Wo steht das im Koran drin? Also kann sein, dass ich mich auch irre, kann sein, dass ich auch einen Fehler mache. Ja, kann sein, dass, und ich habe nichts dagegen, dass mich mal jemand korrigiert.
lieber Geschwister, sagt mir bitte, wo im Koran steht, dass Allah ta'ala doppelt Koran hier abgesandt hat. Das meint ihr damit. Ihr meint den doppelten Koran. Den Koran und dessen Gleichen. Yani das Gleiche wie Koran. Doppelte Koran. Wo steht das im Koran? Wir hören weiter zu. Dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur den Koran herabgesandt hat, sondern er hat auch die Erklärung von dem Koran. Das heißt, Jibril salamullah alayh hat die Erklärungen von dem Koran mit runtergebracht. Und was sind die Erklärungen jetzt, liebe Geschwister? Fragen wir. Was sind die Erklärungen? Sind es auch Verse wie Koran oder ist es was anderes? Und diese zusammen sind 17.000. Ja, jetzt kommt's, lieber Geschwister. Jetzt kommt der Widerspruch. Kuleini hat vorhin gesagt, dass der Koran echt ist. Das, was wir gerade haben, ungefähr 6.000 noch was Versen. Das, was wir normalerweise jetzt haben. Jetzt kommt er und sagt, 17.000 sind es insgesamt. Und das hat Kuleini überliefert. Das ist ein Widerspruch, lieber Geschwister. Vorher hat er gesagt, der Koran ist echt. Jetzt fügte er 17.000 insgesamt hinzu. Also ungefähr 10.000 bis 11.000 Verse fügt er hinzu. Verse sind zusammen 17.000. Wir hören nochmal zu, ist wichtig. Und diese zusammen sind 17.000 Verse. Da habt ihr gehört, das ist ganz wichtig. Er sagt 17.000 Verse. Wo finden wir, liebe Geschwister, 17.000 Verse im Koran? Ja? Sind zusammen 17.000. Jetzt als Imam Ali alayhi salam. So, bevor er damit weitermacht, liebe Geschwister, wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam gesagt hat, utit al-Qur'ana wa mithlahu ma'a. Was ist das, liebe Geschwister? Koran und dessen Gleichen ist der Sunnah, liebe Geschwister, des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Dieser Rafidi hat den Koran niemals gelesen, liebe Geschwister. Ansonsten hätte er diesen Vers eigentlich merken müssen. In Surat al-Nahl, Vers 44, so viel ich mich nicht irren kann, da sagt Allah tabaraka wa ta'ala, bil bayyinati wa zubur. Ja, und dann sagt Allah tabaraka wa ta'ala, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى ja, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Das heißt, das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch bekommen hat, ja, neben dem Koran, liebe Geschwister, ist was? Ist der Sunnah. Deswegen Ibn Hazm alayhi rahmatullah hat den Wahi in zwei Teilen geteilt. Wahyun Ikhbari, und das ist der Koran, und Wahyun Iqrari, das ist der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Deswegen sagt Allah tabaraka wa ta'ala, und wir haben zu dir die Ermahnung hier abgesandt. Die Ermahnung ist der Sunnah, lieber Geschwister. Nicht Verse, wie dieser Rafidh das behauptet. Ja, das ist Sunnah des Propheten. Der richtige Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Damit du den Menschen klar machst, was ihnen offenbart worden ist. Das sind keine Verse, sondern das sind die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir hören weiter zu. Das ist auch nachweisbar aus sunnitischen Büchern, dass Imam Ali alaihi salam diese Sammlung geschrieben hat. Komischerweise. Er sagt, es ist nachweisbar aus den sunnitischen Quellen. Welche sunnitischen Quellen, liebe Geschwister? Meint ihr damit die Ahadith al-Da'ifa? Al-Ali al-Masnu'a fil Ahadith al-Mawdu'a von Imam al-Siyuti, oder meint er die Ahadith, die Imam al-Shawkani halt geschrieben hat in einem Buch, der alles da'if ist in diesem Buch? Wo steht das drin, liebe Geschwister? Er nennt das nicht, das ist Taktik. Er sagt, das steht auch in den sunnitischen Quellen. Aber in welchen sunnitischen Quellen steht das? In den Sahih-Quellen, wo die Gelehrten das für Sahih erklärt haben, oder von Ahadith al-Da'ifa, den ihr nur gerne zugreift und angelt, rausholt, damit er sagt, das steht auch bei euch drin, liebe Geschwister. Ja? Wir hören weiter zu. Und an den ersten Khalifa angeboten, hat abgelehnt, der zweite Khalifa hat abgelehnt. Wir hören nochmal zu. Ali a.s. Das ist auch nachweisbar aus sunnitischen Büchern, dass Imam Ali a.s. diese Sammlung geschrieben hat und an den ersten Khalifa angeboten, hat abgelehnt, der zweite Khalifa hat abgelehnt. So, er sagt, diese Verse hat Imam Ali geschrieben, komischerweise. Warum hat nur Imam Ali geschrieben? Er ist doch nicht der Einzige, der Katib al-Wahi ist. Subhanallah. Ja, oder ist dieser Koran nur für Muhammad und Ali und Hassan Hussein und die acht Söhne von Hussein und seiner persischen Frau gekommen? Ja, eine Familienreligion. Ja, Allah sagt, tabaraka wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Für alle.
Aber bei Schia, nein, Mohammed ist nur gesandt für Ali. Und Ali ist gesandt für Hassan. Und Hassan ist gesandt für Hussein. Und Hussein für seine 8 Söhne von seiner persischen Frau. Und der letzte ist im Sardab seit 1300 Jahren. Das ist die Religion von Schia, eine Familienreligion, liebe Geschwister. Ja? Erstmal das. Zweitens, liebe Geschwister, warum hat nur Ali diese 17.000 Verse geschrieben? Warum nicht die anderen Sahaba, fragen wir doch. Ja? Die anderen Sahaba haben auch den Wahi geschrieben. Liebe Geschwister, warum die nicht? Warum hat nur Ali, komischerweise, nur er? Bei alles ist nur er. Warum nicht die anderen Sahaba? Der ist doch nicht der einzige Gefährder des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Ja, darauf hatten wir gerne eine Antwort. So, wir hören weiter zu. Er sagt, diese 17.000 Verse, den Ali geschrieben hat, hat Abu Bakr abgelehnt. Und hat Umar abgelehnt. Und dann? Das heißt, wir verstecken das. Was habt ihr was gehört, was er gesagt hat? Er sagt, das heißt, wir verstecken das. Das heißt, Ali jetzt sagt, okay, das reicht, jetzt verstecke ich das Buch. Und das Buch ist jetzt bei wem, liebe Geschwister? Logischerweise bei Abu Sirdab. Ja? Was sagt Allah tabaraka wa ta'ala, liebe Geschwister, wenn jemand was versteckt von Koran? In Surat al-Baqarah, Allah sagt tabaraka wa ta'ala, in Vers 159, da sagt Allah tabaraka wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Liebe Geschwister, er sagt, diejenigen, lass man auch die sinngemäße Übersetzung lesen, weil das ist sehr wichtig. Allah sagt, tabaraka wa ta'ala, diejenigen, die verheimlichen, was wir an klaren Beweisen und Rechtleitungen hinabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen in der Schrift klar gemacht haben, sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchenden. Das heißt, mit dieser Aussage von diesem Majusi hier, ist Ali bei Allah verflucht, wal'iyadu billah. Warum? Weil er das versteckt hat. Wie kann sein, dass Ali das versteckt, was Allah hier abgesandt hat für die ganze Menschheit, liebe Geschwister? Das geht doch gar nicht. Wie soll das gehen, liebe Geschwister? Zumal Abu Bakr ist doch jetzt tot. Umar ist tot. Warum hat er das nicht in der Zeit von Uthman rausgeholt? Abgesehen davon. Sayyidina Uthman haben auch die Schiiten getötet, die Furs al-Majus, mit dem Zusammenarbeit von Ibn Saba. Abgesehen davon. Imam Uthman a.s. ist auch gestorben. Jetzt kommt Ali. Ali ist doch jetzt Khalifa. Warum holt ihr das nicht raus, lieber Geschwister? Ja? Das heißt, mit dieser Aussage von diesem Rafidi ist Ali bei Allah verflucht. Ja, weil er das versteckt hat, was Allah tabaraka wa ta'ala hier abgesandt hat für die Menschheit, lieber Geschwister. Zweite Sache, es ist nicht logisch, es ist auch nicht glaubwürdig, dass man sagt, nur Ali hat das geschrieben. Das geht nicht, lieber Geschwister. Das akzeptiert kein Mensch. Kein Aql akzeptiert das, liebe Geschwister. Wir hören weiter zu. So, jetzt eine Gegenfrage. Jetzt kommt die Gegenfrage, liebe Geschwister. Ja? Bevor ihr zu diesem Gegenfrage kommt, möchte ich euch doch gerne ein paar Riwayat zeigen von den Kuleini, Abu al-Ufair, ja, was er in seinen Büchern geschrieben hat, ohne das zu kommentieren. Ja? Das ist Kitab al-Kafi hier. Ja, ich zeige euch das gleich. Das, was er zuletzt gelesen hat, ist, ja, das, was ihr gelesen habt, dass Ali der Einzige ist, dass der ganze Koran geschrieben, das steht tatsächlich in dem Buch Al-Kafi, Block 1, Seite 255, an Jabir. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما أنزل الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام. Religion, Familienreligion. Kein anderer hat das gemacht, außer Ali, lieber Geschwister. Das glaubt doch kein Mensch, lieber Geschwister. Ja? Das reicht wirklich mit dieser ganzen Kindergartenaussagen sind das, lieber Geschwister. Wirklich. Das ist Kindergartenaussagen, dass die sagen, keine außer Ali. Ali und Hassan Hussein. Ali und Hassan Hussein, nichts anderes. Das ist keine Religion, barakallahu fikum. So, das sind alles Riwayat, lieber Geschwister. Das sind alles Riwayat, zum Beispiel, wir lesen, an Abi Basir, عن أبي بصير هي اشتدغن والقرآن موجود عند الشيعة يعادل 3 مرات من القرآن الموجود بين أيدينا وما فيه حرف واحد منه فلقد ذكره الكليني في الكافي بلوك 1 زائد 264 und 65 هي اشتدغن in diesem رواية dass der Koran der bei Abu Sirdab ist ja, das ist ein Koran der nicht mit unserem Koran vergleichen ist ein anderes Koran da steht kein einziges Wort drin von das was
wir in unserem Koran haben, liebe Geschwister. An Abi Basir, an Abi Abdullah alayhi salam, qal, wa inna indana la Mushaf Fatima. Ja, es kommt. Und bis jetzt habe ich ungefähr 8, liebe Geschwister, Mushaf gezählt von Shia. Die haben 8 Mushaf. Der erste ist Fatima. Wa anna indana la Mushaf Fatima alayhi salam, wa ma yudri ma Mushaf Fatima. Und die wissen gar nicht, was das ist. قال قلت ما مصحف فاطمة وفاس دي المصحف قال مصحف فاطمة فيه مثل فيه مثل فيه مثل قرآنكم هذه ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد قال قلت لها قال قلت هذا والله أعلم يا وتأكيدا لاعتقاد الكوليني بالتحريف أورد في الكافي بلوك فيا يعني فروع الكافي ذات فيون 56 عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17,000 آية في هذا وكما هو معلوم أن عدد الآيات القرآن الكريم يتعادل تقريبا ثلث ما ذكر لبقى شوستا لازم ألس الروايات ich möchte dass ihr das selber liest بارك الله فيكم weil wir die Zeit halt mit wir wollen ja zu dem Buch selber gehen. Kommen wir zu dem Buch selber. Das ist der I'tiqad von Kuleini. Hat er gesagt oder hat er das nicht gesagt? Ihr könnt das lernen. Ich habe das auch lange jetzt angehalten, damit ihr das auch selber liest. Kommen wir jetzt zu dem Buch, liebe Geschwister. Der erste ist Usul al-Kafi, liebe Geschwister, Block 1. Usul al-Kafi 470, liebe Geschwister. In diesen beiden Blöcken, Block 1 und Block 2, liebe Geschwister, Usul al-Kafi. Das heißt, alles, was mit Aqida zu tun hat, hat Abu al-Ufair hier in diesen beiden Bänden geschrieben. Das heißt, das sind Usul, das ist das Kern von deren Religion. Der erste Riwayat, wir wollen nicht alles lesen. Das sind alles Riwayat, liebe Geschwister, was Tahrif und so betrifft. Wir wollen nur ausgesuchte Riwayat, ja? Seite 470, Block 1. الحسين بن محمد عن معلي بن محمد عن علي بن أشباط عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ومن يطع الله ورسوله في يسكم دينويا فيس ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما هكذا نزلت so ist es herabgesandt sagt er ja und das sind alles Riwayat was Tahrif betrifft wir wollen nur ein paar ausgesuchte Riwayat. 473 Block 1 an Abi Abdullah alayhi salam fi qawli wa qad ahidna ila Adam min qablu. Jetzt kommt der neue, ja? Kalimat fi Muhammad wa Ali wa Fatima wal Hasan wal Hussein wal A'imma alayhim assalam min dhurriyyatihim fanasi. Da sagte hakadha wallahi nazalat ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Er schwört, liebe Geschwister, dass es so herabgesandt ist, liebe Geschwister. Er schwört, ja, das sind alles Riwayat, ja, von Tahrif. Kommen wir zu einem anderen, ja. Wir wollen nicht die ganzen Dings lesen. قال نزل جبريل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغيا. Wo ist die Meinung von Kuleini unten, wo er schreibt, das ist nicht richtig? Wo ist seine Meinung, lieber Geschwister? Das heißt, er war damit einverstanden. Ja? Eine weitere Riwaya, Seite 473. Ja? عن جابر قال نزل جبريل بهذه الآية على محمد هكذا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله. Ja? So, das sind alles Riwayat. Kommen wir zu einem anderen Riwaya. Seite 473. Das war 72, das ist 73. Hier. وبهذا الإسناد عن محمد بن سنان بهذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا يا كومي تو أنا أندغري لازم ألس الروايات اللي بقي شوستا يا عن محمد عن علي بن محمد نزاكت ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم ده سفند بينيش القرآن بلوك عن ذات 474 Ja, ab 470 gehen die ganzen Riwayat los, liebe Geschwister, bei Al-Kafi. Ja? Ich will auch nicht alles zeigen, weil es dauert zu lange. Usul al-Kafi Block 1, Seite 478, steht drin, فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَرْكِهِمْ وِلَايَةَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ So steht drin im Koran. Stellt euch mal vor. عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَلَنَزِيَنَّهُمْ أَسْوَى الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ Ja? Eine andere Riwaya. Ja?
عن أبي عبد الله عليه السلام ذلك بأنه إذا دعي الله وحده وأهل الولاية أو أهل الولاية كفرتم. أنا أندغ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع. ثم قال هكذا والله يشويت أنزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وآله. أنا أندغ الرواية. إنكم لفي قول مختلف في أمر الولاية يؤفك عنه من أفك. Wollen wir weiter? Da sagte, يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا بولاية علي فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. Das sind alles روايات. عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله قال هذا صراط صراط علي مستقيم. هذا صراط علي أو علي مستقيم يعني صراط علي بن أبي طالب. Kommen wir zu einer anderen Riwayah. Hier steht drin, يقول والله متم نوره ولاية القائم ولو كره الكافرون. Ja, normalerweise ist والله متم نوره ولو كره الكافرون. Aber er sagt والله متم نوره وولاية القائم يعني أبو السرداب ولو كره الكافرون بولاية علي. قلت wichtig هذا تنزيل ist so herabgesandt. قال نعم. Es ist also kein Ta'wil. Es ist Tanzil. Er sagt, es ist so herabgesandt. Und wir sehen immer noch nicht die Meinung von Kulaini, Abu al-Ufair, ja, ob das richtig ist oder ob das nicht richtig ist, liebe Geschwister. Das heißt, er hat daran geglaubt. Ja? Hier. Ja, Muhammad, إذا جاءك المنافقون بولاية وصيك قالوا تشهد قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول المنافقون لبقى شفتها. Und hier steht drin, بولاية علي والسبيل هو الوصي بولاية وصيك. Alles, liebe Geschwister, basiert auf diesem Tahrif. Ja? Ja, wir wollen ja nicht alles lesen jetzt. Es geht ja bis nach unten, wie ihr seht, geht ja bis nach unten. Das reicht. Ja, wir wollen weiter jetzt auf seine Schubuhat eingehen. Es kommt hier mit einer Gegenfrage. Es gibt ein Vers in Sahih Bukhari, was angeblich ein Koranvers ist, nicht eine Erklärung, ein Erklärungsvers. Nämlich, was Omar sagt. Sagt, damit der Mensch, diejenigen nicht glauben, dass ich, damit keiner sagt, Omar hat irgendwas zu dem Koran hinzugefügt, ne, hätte ich euch diesen Vers zitiert. Nämlich, wir haben früher gelesen, As-Sheikhu As-Sheikha, إذا زنايا ارجموهما البتة. Das heißt, der alte Mann, alte Frau, greife, wenn... So, wir wollen deine Erklärung nicht. Er sagte, wir haben früher gelesen. Das heißt, gelesen ist Vergangenheit. Er kann das nicht mehr. Wie soll er jetzt ein neues Vers zu dem Koran hinzufügen? Er hat in der Zeit des Propheten, hat er das gelesen. Was ist denn passiert, liebe Geschwister? Nusichat, liebe Geschwister. Es ist Nusichat, ja? Deswegen, ich lese das auch, لولا أكره أن لولا أكره أن يقول الناس يا قد زاد في القرآن ما ليس منه للكتب لكتبت منه لكتبت آية الرجم وأثبتها فقد كنا نقرأها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Wir haben das gelesen in dem Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und Allah sagt, tabaraka wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit 3 Monaten stirbt, hat Allah diesen Vers hier abgesandt. Das heißt, da, wenn da abgesandt ist, liebe Geschwister, dann ist es mansuch, dann ist es nicht mehr da, liebe Geschwister. Ja? ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير زاك الله تبارك وتعالى إن سورة البقرة davon hatte keine Ahnung. Ja? Und die Aya ist لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني نسخت لبقشبستا. Dieses Vers ist منسوخ بارك الله فيكم. Wir gehen weiter zu. Ich werde auch gleich noch ein paar mehr Erklärungen dazu geben. Sie Sünden begehen, sollt ihr sie besteinigen. Bitte schön, Schiiter, wie heißt er? Schiiter? Ja. Schiiter, finde mir diesen Vers in dem Koran irgendwo und ich verlasse die Schiiter. Zweitens,
Ein Vers. Das ist ein Vers in dem Koran. So, das ist der erste Vers, wo er gesagt hat, dass Umar das gesagt hat, komischerweise. Hat das nur Umar gesagt oder hat auch Aba Abdullah gesagt, komischerweise, liebe Geschwister? Hat das Aba Abdullah gesagt oder nicht, Ja'far? Ja, wir kommen gleich dazu. Ob er das gesagt hat ob er das auch nicht gesagt hat, ja? Weil er geht ja nur auf Sayyidina Umar, Amir al-Mu'minin, a.s., geht nicht auf Ja'far, dass er das auch gesagt hat. Ja, er springt zu einem anderen Vers jetzt. So, Sayyidina Umar, liebe Geschwister, a.s., wir wissen ja, dass in dem Buch von Al-Itqan, liebe Geschwister, von Imam al-Siyuti, Al-Itqan fi Ulum al-Quran, steht drin in Seite 69. Ja, قال عمر رضي الله تعالى عنه لما نزلت الشيخ والشيخ إذا زنيا فرجمهما البتة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك. Das der Prophet صلى الله عليه وسلم hat das nicht gemocht. Liebe Geschwister, dass Sayyidina Umar das schreibt im Koran. In dem Buch von Imam al-Nasa'i, أخرج الإمام النسائي فقال قول عمر أنا أكفيكم فقال يا رسول الله أكتبني آية الرجم. Ja? Soll ich Ayat al-Rajm schreiben? Qala la astati'a. Ja, nee, Sayyidina Umar hat gesagt, schreibst du uns den Ayat al-Rajm, das was hier abgesandt ist? Da sagt der Prophet, nein, ich kann das nicht. La astati'a. Yani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'zan lahu an yaktub al-ayata fil Qur'an li'annaha, warum? Weil es mansuch ist. Mansuch, ja? Kommen wir, lieber Geschwister, zu den Gelehrten von Schia. Ja, mal sehen, was die Gelehrten von Schia über diese Vers sagen, ob tatsächlich nur Umar derjenige ist, der das gesagt hat. Ja? Kommen wir als erstes, liebe Geschwister, zu Tusi, Sheikh al-Ta'ifa, der Boss dieser Sekte, sagt in seinem Buch Kitab al-Tibyan fi Tafsir al-Quran, er sagt hier, وَلَا يَخِلُّ النَّسْخُ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامِ. Er sagt, Nasch in Koran ist auf drei Kategorien, also drei Punkte. Der erste Punkt ist أحدها النسخ أحدها نسخ حكمه دون لفظه, dass der Hukm von diesem Vers herab, dass es halt nicht mehr gültig ist, aber das ist schon drin, also dass der Vers ist schon vorhanden im Koran, aber der Hukm ist nicht mehr gültig. Der zweite Nasch ist, jetzt kommt's, ما نسخ لفظه دون حكمه, dass der Lafz, yani dass der Vers ist nicht mehr im Koran vorhanden, aber der Hukm ist da. كآية الرجم, subhanallah. Yani er sagt, dass das mansuch ist. Genauso wie wir sagen, dass es mansuch ist, liebe Geschwister. Ja? فإن وجوب الرجم, sagt er, على المحصنة لا خلاف فيه, لا خلاف فيه. Ja? Da sagt er, والآية منسوخ بلا خلاف. Yani es gibt keinen Zweifel, weder zwischen Ahl Sunnah und zwischen Shia, diese Sekte, dass dieses Vers, lieber Geschwister, mansuch ist. Es ist nicht mehr gültig, halt sein Vers, also das Geschriebene im Koran, sondern der Hukm ist gültig. Aber der Vers ist nicht mehr da. Er sagt, Tusi sagt, bila khilaf, lieber Geschwister. Ja, das heißt, es gibt keinen Zweifel zwischen Ahl Sunnah und zwischen Rafida, dass dieses Vers nicht mehr, also das Vers ist nicht mehr im Koran drin, weil es mansuch ist, ja, weil es Allah nasakh gemacht hat, ja. Und das ist der Qawlullah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha lam ta'lam an Allah ala kulli shay'in qadir. Und dann sagt er in seinem Buch, das ist Seite 394, da sagt er, thumma qal wa minha an-nasakh al-shaykha, yani das Vers. Yani das, dieses Vers, al-Sheikh wa-Sheikh, das, was wir zitiert haben vorhin, dass es mansuch ist, dass es nicht mehr gültig ist, lieber Geschwister. Ja? Und dann sagte er nochmal in Majma' al-Bayan, in Tabrasi, jetzt gehen wir zu Tabrasi, da sagt in seinem Buch Majma' al-Bayan, Seite 348, dass er sagt, يَقُولُ وَمِنْهَا مَا يَرْتَفِعُ اللَّفْظُ, يعني كون اللفظ الآية ما يتلى, لكن حكمها موجود, liebe Geschwister. Ja, er sagt, ومنها ما يرتفع اللفظ, يعني كون لفظ الآية, يعني das Vers ist nicht mehr da, aber der Hukm ist da. ما يرتفع اللفظ يثبت الحكم كآية الرجم. Das genauso wie آية الرجم, sagt er. Das ist eine Bestätigung für uns, alle Sunnah al-Jama'a, dass wir sagen, dass dieses Vers schon mansuch ist, liebe Geschwister. Es ist mansuch. Und dann
Lass mal zu den schiitischen Gelehrten As-Saduq kommen. Er überliefert, dass Sayyidina Umar, Amir al-Mu'minin, ist nicht der Einzige, der das gesagt hat, liebe Geschwister. Ja? Er wollte uns nur darauf aufmerksam machen, dass das schon vorher drin war im Koran, aber Allah ta'ala hat es nasr gemacht. Er ist aber nicht der Einzige, der das gesagt hat. As-Saduq sagt in seinem Buch, Ilal al-Shara'i', liebe Geschwister, er sagt, dass dieses Vers mansuch ist. An Ismail ibn Khalid qal, qultu li Abi Abdullah alayhi salam, yani Abi Abdullah jetzt sagt, fil Qur'ani ar-Rajm, gibt es im Koran ar-Rajm, was sagt Abi Abdullah? Abi Abdullah sagt, na'am, al-Sheikh wa al-Sheikha. Eine Bestätigung, das, was Sayyidina Umar gesagt hat, liebe Geschwister. Was machen wir jetzt? Ja? Deswegen geht ihr nur auf Umar ein, liebe Geschwister. Warum geht ihr nur auf Sayyidina Umar ein? Nur um Shubha zu machen, liebe Geschwister. Aber da wird er bei uns, inshallah ta'ala, gar keine Chance haben. Wir werden, inshallah ta'ala, alle seine Shubhan widerlegen und in sein Gesicht alles wieder widerlegen. Und deswegen sagt, wie schon gesagt, At-Tusi sagt in seinem Buch, At-Tibyan fi Tafsir Quran, nochmal, Ayat al-Rajm mansuch, umtafiqun alayhi bayna sunnati wa shi'a. Er sagt, es gibt keinen Zweifel, dass der Ayat al-Rajm mansuch ist, yani ist nicht mehr gültig, sein Vers, also das Geschriebene, nur der Hukum ist gültig. Der Hukum ist gültig, aber es ist nicht mehr im Quran vorhanden. Und deswegen sagt auch Al-Fayd al-Kashani das gleiche, was Tusi gesagt hat in seinem Buch Tafsir al-Safi. Er sagt, Block 1, Seite 132, das, was der sagt, das Ayat al-Rajm, lieber Geschwister, ist Mansuch. Genau das, was Ahl-Sunnati wal-Jama'a sagen. Und so sind wir, sein erstes Shubha haben wir widerlegt. Ja, dass Sayyidina Umar ist nicht der Einzige, der das gesagt hat, sondern Abi Abdullah auch. Das alles erstes. Zweitens, Sayyidina Umar hat das gesagt, uns zu wissen zu lassen oder die Tabi'in, dass dieses Vers im Koran schon vorhanden war und in dem Zeit des Propheten dieses Vers herabgesandt ist, schon gelesen wurde. Ja, aber Allah tabaraka wa ta'ala hat es nasr gemacht, ja, lafwan, aber der Hukum ist natürlich mawjud und ist geblieben bis Yawm al-Qiyamah. Das ist die erste Shubha. Kommen wir zu den zweiten. Zweitens, noch ein Vers in der Koran. ولا يملأ جوف آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Bitte finde mir diesen Vers in der Koran Schiiten und ich verlasse die Schiiten. So, dies, was er gelesen hat, liebe Geschwister, wir hören nochmal zu. الله على من تاب. Bitte finde mir diesen Vers in der Koran. Nochmal. ولا يملأ جوف آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Bitte finde mir diesen Vers in der Koran. Schiiten und ich verlasse die Schiiten. Ja, es kann sein, dass es bei Abu Serdab ist bei euch. Kann sein. Wartet doch ab, bis er rauskommt. Der kommt doch bald raus. Warum so schnell? Also ganz ruhig bleiben. Kann sein, dass es bei Abu Serdab ist. Bei uns ist dieses Vers Mansuch. Bei uns ist dieses Vers Mansuch, wie Allah Ta'ala sagt, ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم بأن الله على ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Ja, das ist bei uns Mansuch, aber bei euch kann ruhig sein, das ist bei Abu Serdab, es warte doch ab, ja, bis er rauskommt. Dann kannst du den Schiitentum verlassen, kannst du gleich zu den Buddhisten gehen, Buddhismus. Ich lese das nochmal. Sayyidina Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu arda, sagt, dieses Vers, das, was er gelesen hat, war in Surat al-Ahzab, der Mansuch ist, ja, weil wir wissen ja, dass Surat al-Ahzab länger war als jetzt, ja, und Sayyidina Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, sagt, von dies, was Mansuch ist, habe ich nur ein Ayah noch in meinem Kopf, yani auswendig, und das ist, وَلَوْ أَنَّ لِبْنِ آدَمٍ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَبْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ عَيْنُ ابْنُ آدَمٍ ja, إِلَى التُّرَابِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابْ. Und das ist ein Vers gewesen in Surat al-Ahzab. Wo ist das, liebe Geschwister? Es ist Nusikhat. خَطًّا وَحُكْمًا. خَطًّا وَحُكْمًا. Bei uns gibt es ja, der Nasr ist nicht nur, es gibt einen Nasr, der nur der Hukum ungültig macht. Es gibt einen Nasr, der den Lafuz auch ungültig macht, und es gibt einen Nasr, der beides ungültig macht, liebe Geschwister. Yani der Vers ist nicht mehr vorhanden und der Hukum ist auch nicht mehr vorhanden. Das ist bei uns. Und dieser Rafidi hat keine Ahnung, dass es auch bei denen steht. Kehren wir nochmal zu At-Tusi zurück in seinem Buch At-Tibyan fi Tafsir al-Quran. Da sagt er in Seite 394, er sagt, وَنَسْخُهُمَا مَعًا. Ja, er sagt, wa naskhuhuma ma'an, er sagt erstmal,
أحدهما نسخ حكمي دون لفظه و der zweite ما نسخ لفظه دون حكمه. Das ist der zweite. Der dritte ist, das ist beides. Yani der Lafz und der Hukm dann nicht mehr ungültig ist, weil Allah das so möchte. Fertig aus, liebe Geschwister. Dies gibt es nicht mehr im Koran und fertig aus. Es ist mansuch. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir? Damit antworten wir darauf. Ja? Allah hat es herabgesandt und Allah hat es das nicht mehr, wollte das nicht mehr in dem Koran. Fertig aus. Er hat Nassr gemacht. Ja? Wir müssen daraus keine große Nummer ziehen jetzt. Wo ist das im Koran? Anscheinend weiß ihr nicht, was Nassr und Mansuch ist. Ja? Ich überlege, ob ich noch einen Dars mache, extra für diesen Jahl. Ja, einen Kurs beibringen, was Nasach und Mansuch ist, wirklich, also. Weil das ist wirklich beschämend, ja, dass er so redet, dass er keine Ahnung hat vom Koran, ja. Ne, noch ein Vers. Gut. Da gibt es hier Verse in Sahih Bukhari, Aisha sagt, Kunna naqra'u Surat al-Ahzab ala tuli al-Baqara. Wir haben früher gelesen, Surat al-Ahzab ist so lang wie Surat al-Baqara. Da fehlen ein paar hundert Verse. Wo sind die bitteschön? Es kann sein, es gibt zwei Antworten darauf. Es kann entweder sein, dass es bei Abu Sardab ist. Ja, da und da glaubt auf jeden Fall zu 90% deine Gelehrten. Ja, das will ich dir nur auf den Weg geben. Ja, das ist entweder bei Abu Sardab, ja, bei euch. Bei uns ist es Mansuch, liebe Geschwister. Und wir hören nochmal zu, seine Aussage, was er sagt, weil es ist eine wichtige Sache dabei, den er gar nicht beachtet hat. Ganz kurz. Sorry, Aisha sagt, Kunna naqra'u Surat al-Ahzab ala tuli al-Baqara. Wir haben früher gelesen, Surat al-Ahzab ist so lang wie Surat al-Baqara. Fehlen ein paar hundert Verse. Wo sind die bitte schön? Das ist bei Abu Sardab, sage ich dir. Ja, in eurem Madhab. Das, was ihr gelesen habt, Kunna, Kana. Was heißt das, liebe Geschwister? Kunna, Kana heißt, wir haben früher, ja, Surat al-Ahzab gelesen, ja, als er herabgesandt ist, ja, das war ungefähr so lang wie Surat al-Baqarah oder sogar mehr. Die hatten das gelesen, bevor Allah tabaraka wa ta'ala dies halt die Verse, den Allah tabaraka wa ta'ala nicht mehr wollte im Koran, Nassr gemacht hat, liebe Geschwister, ja? Weil der Nassr, nochmal, wir klären das nochmal, Nassr fi kitabillahi ala thalathati ad-durub. Nassr bei im Koran sind auf drei Regeln in dem Koran. Drei Punkte. Der erste ist, ma nusikha khattuhu wa hukmuhu. Das, was im Koran nicht mehr vorhanden ist, weder lafzan noch hukman. Das ist der erste. Der zweite für dich. Ma nusikha khattuhu wa baqiya hukmuhu. Das, was der schriftlich nicht mehr vorhanden ist, wie Ayat al-Rajm, aber der Hukm ist da. Der dritte, ma nusikha hukmuhu, dass der Hukm nicht mehr da ist, aber der Lafz ist da. Ja, es ist Mansuch. Allah sagt tabaraka wa ta'ala zum dritten oder vierten Mal. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir? Aber bei Shia nein. Ja, inna Allah laysa ala kulli shay'in qadir bei Shia. Ja? Hören wir weiter zu. Wo sind diese Verse in der Koran? Wo sind die geblieben? Wenn Al-Kulaini glaubt, dass der Koran falsch ist oder mehr ist, ich lehne Al-Kulaini ab. Aber lehnst du Aisha ab, wenn sie sowas glaubt? Lehnst du Omar ab, wenn er sowas glaubt, dass der Koran weniger hat? Guck, liebe Geschwister, wie er lügt. Ja, also er lügt wie gedrückt. Er muss wirklich aufpassen, wie er sagt. Er sagt, lehnst du Aisha ab, der daran glaubt? Ja, wo hat Aisha gesagt, dass ich daran glaube, alayhi salam? Wo hat sie gesagt, dass sie daran glaubt, dass es so war? Wo hat Sayyidina Umar Amir al-Mu'minin, Hadam Arshi Kisra, gesagt, dass er daran glaubt? Wo steht das drin, dass er daran geglaubt hat, liebe Geschwister? Ja? Ne, weniger Verse hat. Das heißt, vielen Verse aus dem Koran. Ganz einfach. Kompromiss, gerecht. Ich als Schia, wenn Kulaini sowas sagt, ich glaube es ja Kulaini, aber ich weiß, Kulaini sagt sowas nicht. Aber lehnst du ein? Er sagt, ich weiß, dass Kulaini sowas nicht sagt. Ich habe doch jetzt tausende Seiten gezeigt von Kulaini. Ja, am meisten Sinne des Wortes, am meisten Sinne des Wortes. Ja? Er sagt, ich weiß nicht, dass Kulaini das sagt. Er hat das doch gesagt, er hat das doch geschrieben und nichts gesagt. Ich habe, dass sie sagt, dass sie irgendwie welche Koranverse hatte. Und dann kam eine Ziege, hat hier den Blatt aufgefressen, weil das, und dann, seitdem hat sie diese Verse verloren. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Schub, lieber.
Er sagt, dass Aisha a.s. ein paar Verse hatte unter ihr Kissen, und auf einmal plötzlich kommt eine Ziege, irgendein Dajin oder sowas, ja, kommt und frisst es auf. Ja, nicht fertig. Jetzt ist die Welt im Untergang, liebe Geschwister. Die einzigen Verse, die nur bei Aisha waren. Alle anderen Sahaba hatten das nicht. Und jetzt hat dieses arme Ziege dieses Stück Blatt oder Stück Leder gegessen, wo dieser Vers drauf geschrieben war. Und Allah hat uns jetzt einen Stich gelassen und fertig aus jetzt. Müssen wir jetzt einpacken? Oder wie? Der Rat auf das, was dieser Rafidi sagt, ist: Al-Quran hufidha fi Sahabati fi sudurihim. Ja? Der Koran haben die Sahaba auswendig gelernt, liebe Geschwister, alles herabgesandt ist auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Bal Jibril alaihi salam kana yudarisu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Quran marratan fi kulli 'am wa fi 'am alladhi tawaffa fihi sallallahu alaihi wa sallam marratayn. Hadha ithbatul Qurani. Die Sahaba haben die Verse auswendig gelernt, liebe Geschwister. Außerdem, das was herabgesandt ist auf den Propheten ist nicht nur bei Aisha alaihi salam, sondern auch bei den anderen Sahaba radiallahu ta'ala und ajma'in. Ja? Und deswegen sagt Allah tabaraka wa ta'ala: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Liebe Geschwister. Ja? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sagt Allah tabaraka wa ta'ala. Und dann, liebe Geschwister, diejenigen, die den Koran geschrieben haben, Kuttab al-Wahi, liebe Geschwister, in dem Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bevor er gestorben ist, waren ungefähr 44 Kuttab, liebe Geschwister, die den Koran geschrieben haben. Ja? Das kann doch nicht sein, dass nur ein paar Verse unter die Kissen, ja, unter die, guckt diese unlogische Sache an. Ja, unter den Kissen von Aisha alaihi salam, die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, es sind ein paar Verse. Jetzt kommt plötzlich der Dajin oder der Ziege riecht, ja? Riecht, dass da unter dem Kissen irgendwas ist. Geht hin und frisst es auf. Fertig. Das heißt, wir haben keine Verse mehr jetzt. Was machen wir mit dem Vers? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Was machen wir mit diesem Vers, lieber Geschwister? Frage ich mich. Ja? Und deswegen sagt Imam al-Zamakhshari, Ali Rahmatullah, er gibt Antwort auf diese Rafida und dessen Gleichen. Er sagt: وأما ما يحكى أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فأكلتها الداجن فمن تأليف أو من تأليفات الملاحدة والروافض أي كذب وزور وليس لها أصل. Das was diese Majusi gerade hier 1913, liebe Geschwister. Deswegen sagt auch Imam Al-Alusi alayhi rahmatullah in seinem Buch Ruh al-Ma'ani, er sagt: قال وهذا يحمله أهل العلم على أن الله تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يريد, ja, أو ما يزيد على ما في أيدينا, ja, وأن آية الرجم رفع لفظها لكن الحكم موجود. ومعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة عليه السلام أن الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا, هذا أم المؤمنين عليه السلام تخبرنا بهذا إذا نسخت. سيدتنا عائشة أم المؤمنين sagt, das haben wir, wir haben gelesen, als sie abgesandt ist. سيدتنا عائشة gibt uns diese Nachricht, ja? Sie denkt nicht daran, dass es so lang war und keine Ahnung so. Ja, wie diese Rafida das so schlecht darstellt, ja? Sie gibt uns diese Nachricht, sie sagt, das war so, als er herabgesandt ist, aber Allah hat es nasakh gemacht, lieber Geschwister. Das, was Allah wollte, hat Allah tabaraka wa ta'ala nasakh gemacht. Deswegen sagt auch Imam Al-Alusi, sagt, er sagt, in tilka ziyad kanat 'inda 'Aisha radhiyallahu anha fi sahifatin fa akalatha ad-dajin fa min ta'lif al-malahida war-rawafida. Ja, in seinem Buch Ruh al-Ma'ani, der Vers 5300 oder der Hadith Nummer 5373, lieber Geschwister. Ja, also, wir haben auch dieser Rafida halt jetzt widerlegt mit Imam al-Zamakhshari und Imam al-Alusi, alayhim rahmatullah, zu das, was er gesagt hat. Wir hören weiter zu. Ich weiß nicht, was er noch sagt. Wir hören nochmal zu. Bist du bereit, sie abzunehmen? Nein, es geht nicht. Du nimmst die Hälfte der Glaube von dieser Frau. Und wenn diese Frau glaubt, dass der Koran falsch ist oder weniger ist, Das ist eine Lüge, liebe Geschwister. Wo hat Aisha Umm al-Mu'minin a.s. geglaubt, dass der Koran falsch ist oder weniger ist, liebe Geschwister? Da seht ihr, liebe Geschwister, das ist ein Beispiel, damit ihr wisst, wo der Khalal ist, wo das Problem ist bei dem Gehirn von dieser Rafida. Ja?
التقية لوجا لبا قشفستا ديني ودين آبائي لا دين لمن لا تقية له زاك دي لبا قشفستا دي مسن لوجن دي مسن متشوبهات يزبن ein einer von أهل السنة والجماعة يز das hört der keine Ahnung von Koran hat oder der keine Ahnung von Sunna hat oder der Anfang am Anfang es er versucht jetzt zu praktizieren oder ein Deutscher der gerade konvertiert ist zum Islam wenn er das hört Aisha glaubt, dass der Koran verfälscht ist. Aisha glaubt, dass der Koran, das Surat al-Ahzab so doppelt so lang war wie Surat al-Baqarah. Was sagt ihr denn, liebe Geschwister? Ja, da seht ihr die Khutuwat von Shaitan, liebe Geschwister, wie Shaitan, liebe Geschwister, diese Khutuwat macht und das bewächterlich durch diese Rafira. Ja, Barakallahu fikum. Wir hören weiter zu. Das heißt, deine Glaube basiert auf Falschheit und auf Witzigkeit. So. Ich glaube, unsere Glaube basiert auf hundertprozentiger Koran und hundertprozentiger Sunna. Ja, aber was, worauf basiert dein Glaube? Ja, dein Koran ist nicht da, das was ihr dran glaubt. 95% deiner Gelehrten sagen, der echte Koran ist bei Mahdi. Dein Sunna ist nicht da, weil Mahdi ist nicht da. Von wem nehmt ihr den Sunna? Ja, der dritte Sache ist, der Imam nicht da. Wo ist der Imam? Ihr habt da nichts. Ja, worauf bist du stolz? Worauf bist du schon? Ihr habt ja nichts, ihr habt ja pleite, seid ihr, subhanallah. Ja? Damit beenden wir, inshallah, ta'ala, liebe Geschwister. Ich habe es natürlich ein bisschen in die Länge gezogen. Wie ihr seht, er redet ungefähr 6 Minuten 30 Sekunden. Aber ich habe wahrscheinlich auf 50 Minuten jetzt gebracht. Das war wichtig, ja, weil diese Shubuhat, liebe Geschwister, wir müssen auf diese Shubuhat eingehen und das erklären, damit ihr das auch versteht. Barakallahu fikum. Damit beenden wir inshallah ta'ala diese Aufnahme. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.